Ich habe Crawford erreicht. Er hat einen Arbeitstrupp in Holloway beaufsichtigt, weshalb er sich mit dir treffen kann. Ich habe ihm gesagt, er soll dich nach Ashgate bringen. Du siehst dir also besser an, was er für einen Plan hat. Kümmere dich einfach um dieses Gehirn, okay? Viel Glück. Wir werden dieses Land wiederbeleben. Hey, Brady. Dieser Crawford wartet oben auf dich. Zumindest sterbe ich für etwas Sinnvolles. Hoffentlich haben wir heute... Ich habe gehört, dass du einen Goliath ausgeschaltet hast, Brady. Das ist ja Wahnsinn. Es gibt nicht viele, die sowas könnten. Seltsam, wohin einen das Leben führt, nicht wahr? Ich war früher in einem Büro. Du bist also Brady. Der Goldjunge von Parrish. Ich bin Crawford. Parrish hat gesagt, er braucht dich in Ashgate. Keine leichte Aufgabe, nicht einmal für mich. Wie du siehst, bin ich ein Liaison-Offizier, ein Collaborator oder Clap, wie ihr das nennt. Aber ich gehöre schon von Anfang an zum Widerstand. Also ich habe gewisse Zugangsrechte, aber ich kann mit dir nicht einfach durch den Checkpoint gehen. Nein, ich habe da eine andere Idee. Pass auf. Die Monorail. Wir werden damit nach Ashgate fahren. Natürlich ist das nicht ganz so einfach. Die Züge fahren durch Scanner, die unautorisierte Insassen erkennen. Aber ich habe einen Plan, um ihre Systeme zu täuschen. Wenn du dein Smartphone nahe genug zum Zug bringen kannst, können wir ihn vielleicht vorübergehend mit einem Hackgerät ausschalten, das Handshake-Protokoll der Software analysieren und... Ach, das ist sehr technisch. Darüber brauchst du dir keine Gedanken machen. Besorg einfach die Daten, wir kümmern uns um den Rest. Ich will nicht, dass du an der Ashgate-Linie rumfuschst, falls sie die Sicherheit erhöhen. Aber es gibt noch eine Monorail nach Fir Hill, also geh dorthin. Ich bleib hier und stimme mich mit den Programmierern des Widerstands ab. Ich melde mich, wenn du dort ankommst. Stützpunkt Brady. Er wurde in den Ruinen einer der ältesten Kirchen von Philly erbaut. Er sollte sich in amerikanischen Händen befinden. Erobere ihn zurück. Wo die Rückgabe denn geht?
Zivilisten ist der Zutritt untersagt. Brady, hier spricht Crawford. Du bist fast da. Ich schlage vor, du suchst dir ein Häuserdach in der Nähe der Linie. Von dort aus hast du die beste Chance, den Zug mit einem Heckgerät zu treffen. Sobald der Zug stehen bleibt, musst du dich ihm nur noch nähern. Den Rest erledigt dann dein Smartphone. Sind mit der Konfiguration des Trojaners in wenigen Minuten fertig, dann kann er hochgeladen werden. Ich schlage vor, du machst dich auf den Weg zum nächsten Scanner. Ich schicke dir ihre Standorte auf dein Smartphone. Dies ist eine rote Zone. Zivilisten haben den Zutritt zu jeder Zeit untersagt.
Crawford zu sichern, hätte der Widerstand einen nützlichen Standort für Einsätze in der Zone. Unser Trojaner ist einsatzbereit. Jetzt muss er nur noch in die Sicherheitsscanner hochgeladen werden. Das Zugriffsterminal sollte sich oben auf jedem Scanner befinden. Pass auf, dass du nicht erwischt wirst. Wenn die KVA merkt, was wir tun, dann scheitert der gesamte Plan. Das ist ein Scanner. Finde das Bedienpanel und hacke es, um unsere Software hochzuladen. Dadurch wird der Scanner überschrieben, ohne dass die KVA etwas bemerkt. Wir haben hier ein Problem. Die Narcs haben hier eine Duster-Startplattform errichtet, mit der sie Gasangriffe auf die anderen roten Zonen durchführen wollen. Du musst sie zerstören, bevor die scheiß Duster abgefeuert werden können. Ausgezeichnet. Die Software scheint zu funktionieren. Widmen wir uns den anderen. Philly Alpha an alle Teams. Wir haben soeben Informationen erhalten, dass Walker in der Indie Hall festgehalten wird. Großartig. Wir gehen also einfach los und holen uns einen, richtig? So einfach ist das nicht. Der Ort ist komplett abgeriegelt. Man bräuchte einen Panzer, um dort reinzukommen.
Das Überschreiben löst keinen Alarm aus. Ich wusste immer schon, dass das Vertrauen der KVA in die Technik ihre größte Schwäche ist. Hier spricht Philly Alpha. An alle Teams, hört zu. Ich weiß, dass Walkers Entführung für uns alle ein großer Schlag ist. Aber wir müssen ihn zurückholen. Und wir haben auch schon einen Plan. Wir werden einen Goliath stehlen und uns mit ihm unseren Weg in die Indie Hall freisprengen. Ernsthaft? Ein Goliath? Und wie zum Teufel sollen wir an den Goliath rankommen? Wir arbeiten noch an den Details, aber einen anderen Plan haben wir im Moment nicht. Das ist das Letzte. Sobald du es gehackt hast, kannst du mit der Monorail fahren, vorausgesetzt unsere Software funktioniert. Hervorragende Arbeit, Brady. Die Scanner wurden neutralisiert und die KVA weiß überhaupt nicht, was passiert ist. Jetzt müssen wir dich nur noch in einen Zug Richtung Ashgate setzen. Zu deinem Glück habe ich dafür auch einen Plan. In der Nähe gibt es eine alte Wartungsplattform. Sie wurde bei den Unruhen vor 2 Jahren beschädigt, aber wenn du sie erreichen und wieder mit Strom versorgen kannst, werden sie die Züge als gültigen Stopp erkennen. Desto weiter ist leichter, als auf einen fahrenden Zug zu springen. Das siehst du doch sicher auch so. Ich schicke dir die Position auf dein Smartphone. Mach dich auf den Weg dorthin. Ich muss dafür sorgen, dass es einen leeren Zug gibt, in den du einsteigen kannst. Dies ist ein Sperrgebiet. Unbefugtes Personal wird als mögliche Terrorbedrohung eingestuft. Geben Sie sofort zur nächsten Friedenswächterpatrouille. Heben Sie die Hände über Ihren Kopf, verschränken Sie Ihre Finger und knien Sie sich auf den Boden. Bewegen Sie sich nicht, während sich der Friedenswächter den...
Das ist die Plattform. Es sollte einen Lift geben, der dich hinaufbringt. Schalte die Systeme ein, damit der Zug stoppt. Ich glaube, es funktioniert. Der Zug wird langsamer. Brady, spring auf! Schnell, bevor sie merken, dass etwas nicht stimmt. Jetzt zählt es. Wenn du entdeckt wirst, sind wir beide tot. Das ist es hoffentlich wert.